Ja, zwei Sachen. Also wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass ich immer wieder verblüfft bin, auch obwohl ich jetzt gerade das Foto von dir in Unterwäsche gesehen habe, dass ich dich nie als so übergewichtig empfunden habe. Ja. Ist es mein intimes, peinliches Hobby, mein Sozialvoyeurismus darüber zu befriedigen, dass Ja. Dokumentationen über fettleibige Menschen Ich kommen? schieb das einfach mal dahin, damit es dir einfach ein bisschen peinlich ist. Ja. Sorry, da steht es jetzt auch. Ich hatte nur den BMI die ganze Zeit gehört und das dachte mir, wie schwer warst du denn zu der Zeit? 92, und das war nicht das Schwerste. Ich war schon mal schwerer. Ich war grenzwertig an 100 Kilo. Die 92 war der Moment, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt diese Diät an. Das erste Mal, wo ich angefangen habe, etwas in MyFitnessPal einzutragen, waren 92 Kilo. Aber ich war schon locker mal bei 98. Und dieses Abnehmen dazwischen, das zähle ich gar nicht, weil das ist wieder so Erwachsenenabnehmen gewesen, ne? Also so ein bisschen darauf achten, bei McDonald's dann doch die Cola Light zu nehmen, ne? Ja, Ja. weil, also wie gesagt, das fand ich halt für mich Ja. auf jeden Fall einen verblüffenden Ja. Effekt von diesem Vortrag, weil, Ja. wie gesagt, wenn ich jetzt so einen Mann am Strand sehen würde, würde ich nie sagen, oh, der ist ja jetzt herausragend Aber dick oder genau, so. das würde ich aber sagen, ist, weil wir immer mehr dicke Leute haben und das zu einem ganz normalen, wir sehen das halt so oft und so viel, dass gerade Männer eine gewisse Wampe vor sich hertragen und das für normal gesehen wird. Dabei, meine ganze Jugend sah ich aus wie der jetzt hier rechts und nichts wieder links. Deswegen, ja, es ist 1 Kilo pro Jahr gewesen. Das hat keiner mitgekriegt. Ich habe auch nicht zu Hause Druck bekommen, so nach dem Motto, nimm mal ab, ne, wird mal Zeit hier, ne? Das ist aus ganz eigener Erkenntnis. Das, was man halt aber auch typisch sieht, ist dieses, dass man der Anzug immer anfängt zu wachsen, ne? Dass die Länge immer gleich bleibt, aber innen die Zahl immer größer wurde, ne? Länge 31, aber dann irgendwann mal 38 Breite. Und ich konnte mich erinnern, irgendwo, da war es mal andersrum. Da war es 29 Breite und 31 Länge, wo ich jetzt wieder bin.